Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Episode die Yu-Gi-Oh! Rückkehrer und das sogar schneller als erwartet. Aber das haben wir schon mal letztes Mal so ein bisschen vorangeteased, dass wir eventuell bei uns auf den Locals ein Event machen mit dem neuen Cyberstrike Structure Deck und dass wir dort mit partizipieren werden und mitspielen werden. Und das hat dann stattgefunden und wir haben dann halt mit unseren Decks angetreten. Ich hier mit meinen wunderschönen, tollen Hot Pink Hüllen, die ich mal ausprobieren wollte. Und Daniel mit seinem Deck halt auch. Wir haben, es ist ja immer das Gleiche, womit man spielt, aber das war so ein bisschen, du hast dich ein bisschen vorher informiert. Wie so ein bisschen funktioniert. Ich hatte das Opening 2 Tage davor gemacht, aber ich habe mir trotzdem, ich kenne diese alten Karten alle nicht, ich muss mir das alles mal durchlesen. Ich habe mir vorher noch mal ein paar neue Karten durchgelesen, ja. Ich habe mich gefragt, wie viel OTK-Potenzial ist da? Ja. Oder wie viel Müll ist in dem Deck? Das hat stattgefunden. Wir haben noch keine Preise an den Locals. Das wird noch nicht rechtzeitig geliefert. Das wird dann noch nachgeliefert. Falls noch irgendwas nachkommen sollte, das werden wir dann in einer der kommenden Episoden dann nochmal aufklären. Oder ich hier noch reinschneide, wenn es bis dahin noch gekommen ist und wir irgendwie dann davon auch noch profitieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir haben gesagt, wir machen da mit. Jeder kriegt das gleiche Structure Deck und wir spielen dann dagegen halt im Swiss-System und gucken mal, wie das am Ende rausläuft. Wir müssen kein Deck-Profile machen, weil es ist literally die Deckliste des Decks. So wie es halt verkauft wird. Und bei mir war das so, beim Deckbuilding halt, ich habe erstmal rausgelegt immer alle Karten, die ich kenne und die ich nicht kenne. Das waren halt 20 Karten, die ich nicht so kannte, also alte Karten, die ich mir nochmal durchlesen muss und viele der neuen Karten, was die könnten. Bin aber, glaube ich, relativ schnell in den Groove gekommen. Wie war es bei dir beim Deckbau? Wir haben uns ja eine halbe Stunde, weil Christian hat uns gefragt, wie lange braucht ihr eigentlich? Braucht ihr so eine 40 Minuten oder 45 Minuten? Wir müssen nichts bauen, wir müssen nur verstehen, worum es geht und wir sagen, komm, mach mal eine halbe Stunde. Ja, richtig. Also ich würde sagen, die kompliziertesten Karten waren... Die neuen mit dem vielen Text. Ja, hier sowas... Sehr, sehr viel Cyber hin und her. Ja. Du hattest ja auch mal ein paar Probleme mit... Ja, mit Drache und dann Drache und Drache. Aber ist Drache jetzt in den Klammern drin oder ist das Drache nicht in den Klammern drin? Also meint er mit Cyber-Drache oder Cyber-Monster, was Drache-Typ ist? Oh. Im Englischen hat man ja noch den Vorteil, da ist es Dragon-Cyber-Monster und nicht Cyber-Drache und Cyber-Drache. Ja, genau. Da gab es so ein paar Struggle, was das angeht. Wir waren diesmal... Sehr wenig Leute, wir waren 6, wir waren aber eigentlich vorgerüstet, glaube ich, für 10 oder so oder mehr, glaube ich. Nee, 8 waren wir ursprünglich. Für 8, okay. Einer hat aber noch am gleichen Tag abgesagt. Ja, und das heißt, wir durften 3 Runden spielen und ich weiß gar nicht, wollen wir noch mal irgendwas noch davor andrehen oder wollen wir direkt zum Turnierberichtspart schon kommen? Mhm. Haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich glaube nicht. Bei mir ging es erste Runde... gegen einen Kollegen, der spielt ab und an dort. Ich glaube, der war nicht immer auf den Locals da, der ist manchmal da. Ja, also schon regelmäßig. Regelmäßig, aber nicht immer unbedingt. Und ich habe noch nie gegen ihn, glaube ich, sowas gespielt. Und ich habe den Würfelwurf gewonnen und habe ihn anfangen lassen. Und ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Also seine Hand hat ihm nicht gefallen. Ich glaube, da endet er, glaube ich, nachher auf ein... Nee, er konnte ein bisschen Kombo machen, wegen man kommt relativ gut mit den Cyber Darks, kommt man so ein bisschen durchiterieren, sodass du am Ende halt irgendwie auf dem Cyber Dark mit der Crypt, glaube ich, endest. Ich glaube, das konnte er so ein bisschen machen. Und dann war ich dran und ich dachte mir so, okay, wenn er jetzt nichts zum Aufhalten hat, gebe ich ihm OTK. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm Cyber Enddrache mit 16.000 gegeben und das war OTK, so halt, okay, gut. Game Nummer 2 hat er noch beschissener angefangen, hat noch schlechteres Start gehabt. Ich habe dann diesmal halt das anders gemacht. Ich habe ihn mit Chimera-Teich mit 16.000 halt platt gemacht. Auch direkt im ersten Zug, so ich so, okay, OTK hat ja anscheinend ganz gut und kann im First Turn anscheinend ja nicht so viel. Nebenher habe ich ja gesehen, du hast auch gespielt und kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie deine erste Runde verlief. Ja, mein Gegner war noch recht neu in Yu-Gi-Oh! Aber ich finde es schön, dass er immer noch regelmäßig kommt und auch verschiedene Arten von Events mitmacht. Das ist halt ganz gut hier, sowas hier, da musst du nicht so... Ja. Da sind alle gleich quasi erstmal so. Ja. Da haben wir bessere Chancen. Also ich sag mal, dann die Feinheiten sind entscheidend. Ja. Von wegen, ist es mir jetzt wert, die Karte da einzusetzen und sowas. Ja. Das ist vielleicht ein Vorteil, den man da noch hat. Genau. Mein Gegner hat zum Beispiel... recht früh sein Gizmek in Friedhof gelegt, hat aber nie realisiert, dass er ihn als Schnelleffekt rausbeschwören kann. Und ja, also ich glaube, es hätte am Endergebnis nicht so viel geändert. Ich hatte auch die besseren Karten und ja, ich habe das gewonnen. Mhm. Dann, zweite Runde, ging es
Wir beide gegeneinander. Ja. Game 1 hattest du ziemlich unverschämt. Oh ja. Ich dachte mir so, nee, nein, da komme ich nicht durch, das ist so krass. Und Game Nummer 2 war das relativ ausgeglichen. Du hattest ein gutes Comeback, aber hast, glaube ich, vergessen, dass ich den Gizmec mit dem Gizmec schießen kann. Das kam etwas später zur Realisation und dass ich damit dich so ein bisschen kontrollieren konnte, wenn ich in Endphase, in Special und in meinem Spielzug halt so ein bisschen Removal mache. Ja, du hast ja netterweise einen Fehler gemacht. Ja, ich habe dafür dann aber einen dummen Fehler gemacht. Du hast mit Herz oder was war das? Oder mit Nester angegriffen? Mit, Ich glaube, ich glaube, das war 200 Attack, glaube ich. Das war Nester. Und darauf habe ich den Gizmec beschworen. Ich so, bist du bescheuert? Der hat noch diesen 6-4... Ich hatte den Chimera-Tech. Das Chimera-Tech mit 6-4 oder so. Und ich immer so, warum lässt du dich 200 Theorie Specials Team dann? Ja. Und dann im nächsten Spiel so kannst du Stuff machen. Und ich denke mir so, bist du blöd. Und ich denke mir so, ja, weil sonst hätte ich ihn halt loswerden können im nächsten Spielzug. Ich denke mir so, das war so schlecht. Und dann war ich dann dran, ich so, ich muss jetzt mega stallen und kann da quasi eine Kopie deines Felds hinlegen, außer den Chimera-Tech und einfach alles wegschießen, was extra Damage machen könnte und vielleicht dann noch stallen. Aber ich hatte nur noch 5 Karten im Deck, das heißt, ich konnte nicht mal mehr Gizmec holen, weil ich hatte so leer gesorgt. Und dann kam aber das Timeout. Ja, und ich hatte halt durch Powerbond auch Schaden bekommen. Genau, das ging ein bisschen hin und her. Ich glaube, ich hatte einen Powerbond, aber ich hatte weniger Schaden genommen als du und du hattest dann mehr und ich habe noch ein bisschen reinhauen können. Und deswegen sind wir dann beide halt, jeder hat eine Runde gewonnen und war dann unentschieden. Dann ging es dritte Runde bei mir gegen den Einsteiger, gegen den du in der ersten Runde gespielt hast. Der ist die andere Runde hat er gewonnen. Glückwunsch, Sani, dass er das geschafft hatte. Und erste Runde habe ich dann gegen ihn gespielt und es hat sehr lange gedauert, weil er einfach besser gezogen hat. Er hat natürlich Fehler gemacht und auch bestimmte Sachen nicht gewusst, aber jedes Mal, wenn er mich gefragt hat, kann ich das und das benutzen, habe ich ihm auch Rede und Antwort gestanden, wie es funktioniert, damit es auch richtig auflöst, damit das nicht falsch war. Aber ich bin, wenn du zum Beispiel einen Gizmec dann rein willst und den nie benutzt, solange er mich nicht fragt, dass der sich specialen kann, werde ich ihm das auch nicht beantworten. Aber wenn er fragt, wie kann ich das nochmal machen, dann sage ich ihm das auch. So, aber das kam gar nicht dazu zur Sache. Aber jedes Mal, wenn er halt dann mit dem Fusionsmonster und wie funktioniert Future Fusion und dein ganze Kram, das haben wir alles gut geregelt und ich kam dann nicht hoch. Ich habe irgendwann gesagt, ich schieb zusammen Game Nummer 2. Dort ging es dann relativ einfach, da konnte ich ihn relativ schnell besiegen, da hat er einfach nicht genug gehabt. Das Ding ist halt, er hatte alle von den drei Games hat er Infinite Impermanence gehabt, was mich so angekotzt hat. Und ich habe Game 1 und Game 3 hatte er auch noch daneben noch Cybernetic Overflow, glaube ich, oder wie heißt? Die Trap, die schießen kann, halt indem du Cyber Dragons managed. Wenn du die beide da face down hast, denkst du, Alter, das ist ja fast metamäßig. Du hast eine Interruption und eine Gate, so was ist das denn? Das ist voll schwierig, dann durchzukommen. Und Game Nummer 3 war das dann halt so, yeah. Wir beginnen das Game, er legt ein Feld hin, ich bin dran, Timeout. Toll. Unentschieden, schon wieder, geil. Und eigentlich hatten wir zu dem Zeitpunkt beide die Chance, das ganze Turnier noch zu gewinnen, indem entweder ich gewinne oder du gewinnst oder ihr unentschieden macht und ich dann gewinne oder wenn dein Gegner gewinnt und ich dann gewinne, dann kommst du also auf den Tiebreak an. Du hast ja parallel auch noch gegen jemanden gespielt. Dann kannst du erstmal noch davon das Ergebnis, also, oder wie es lief, erzählen. Ich vermute mal, dass wenn wir beide gewonnen hätten, da ich in der zweiten Runde hochgeperrt wurde, dass ich dann wahrscheinlich gewonnen hätte. Who knows? Ja, richtig. Man kennt die Mathematik. Hätte Fahrradkette. Erzähl mal erstmal, wie das lief. Auf jeden Fall. Mein Gegner, gegen den ich gefühlt jedes Mal auch auf Local spiele, wobei... Das ist der Dino-Mann, ne? Richtig. Der Dino-Mann. Ja, deswegen freuen wir uns auch immer, wenn wir gegeneinander spielen dürfen. Ja. Game 1 hatte ich, glaube ich, eine grauenhafte Hand mit so tollen Karten wie Lenglingen. Aber ja, die hast du ja irgendwie auch zu Use gebracht bei dir. Irgendwie ja, in anderen Spielen. Aber ja, da wurde ich recht schnell OTK'd in der ersten Runde. Zweite Runde ging... ein bisschen hin und her, habe ich dann aber irgendwann gewinnen können. Und dritte Runde war es, mein Gegner hat einen Cyber-Enddrachen auf dem Feld. Den hat er aber mit einer Trap beschworen, so dass er im nächsten Zug zerstört wird. Und ich habe dann auch einen Cyber-Enddrachen machen können. Es war aber auch nicht mehr viel Zeit. Ich habe den mit Powerbond beschworen. Und hatte recht viel ATK auf dem Feld. Mein Gegner hat diesen Cyberdrachen mit 4000. Ja. Cyber-Enddrachen. Mhm. Ja. Und ich greife mit meinem Cyber-Enddrachen mit 8000 an. Leider hat mein Gegner Paleozoic Canadia. Ja, und verdeckt ihn. Und das hat dafür gesorgt, dass ich nichts weitermachen konnte. Ansonsten hätte ich halt genug Schaden drücken können. Mein Gegner hatte noch einen Ruf der Gejagten. Und er dachte, er kann damit den Cyber-Enddrachen wiederholen. Geht aber nicht. Weil der wurde nicht richtig fusionsbeschworen. So,
apropos, nicht richtig fusionsbeschworen. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Beispiel mit den beiden hier. Ja, Das und das. Wir haben auf dem Event etwas falsch gespielt, wo mir auch mal wieder aufgefallen ist, Yu-Gi-Oh! Ist ein sehr kompliziertes Spiel. Ich fand es aber auch interessant. Ich glaube, die Frage hattet ihr mir, glaube ich, in dem Use Case, glaube ich, gar nicht gestellt gehabt, oder? Naja, aber ich glaube, niemand hat die hat das so gewusst. Nee, nicht, aber nicht, dass es mir mal überhaupt noch in die Diskussion kam. So. Ja, das also, ging an mir vorbei. Diese schöne Karte sagt, sie kann ein Cybermaschine-Fusionsmonster, also die vier, aus dem Extrakt auf den Friedhof legen. Und dann gibt es diese schöne Karte, die sagt, man kann ein Cybermaschinen-Fusionsmonster im Friedhof wählen und entweder ins Extradeck tun oder spezial beschwören, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. So. Rein logisch, die Beschwörungsbedingungen. Ist egal. Kann ich ja ignorieren. Das steht ja auf der Karte. Aber Yu-Gi-Oh! Ist kompliziert und es ist anscheinend so. Jetzt wird's fachspezifisch. Man kann die Beschwörungsbedingungen eines Monsters nur ignorieren, wenn es sich in einer Private Knowledge Location befindet. Heißt, im Extradeck, zum Beispiel Beatrice kann Fusionsdante aus dem Extradeck beschwören, ungeachtet seiner Beschränkung, dass er fusionsbeschworen werden muss. Wenn Fusionsdante aber im Friedhof wäre, dann könnte man ihn nicht ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen holen. Ja. Das heißt, Hand, Deck ist auch Private Knowledge. Face Down Banished müsste das genauso gelten. Aber offen. Face Up Banished. Und Friedhof. Friedhof und offenes Extra-Deck. Ja. Da geht das nicht. Yu-Gi-Oh! Ist kompliziert. Ja. Falls irgendjemand weiß, wo das im TCG irgendwo textlich offiziell festgehalten ist, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten hat man es ja nur in dem Official Guide. Oder Perfect Rulebook, Perfect so heißt Rulebook es im OCG. Im OCG steht es da drin. Ja, wäre nett zu wissen. Ja. Genau. Und wie liest dann noch bei dir aus, denn letzte Runde? Dann hast du die verloren. Ja, aufgrund des Buch des Mondes, sag ich mal, habe ich dann verloren, weil ich keinen Schaden mehr hatte. Genau, und damit hatte dein Gegner dann das Turnier gewonnen. Und ich bin am Ende Zweiter geworden und Daniel Dritter. Beziehungsweise wir sind zwischendurch auf Vierter und Fünfter gewesen, weil ich war so dämlich. Ich habe das richtige Ergebnis eingetragen und ich war so fertig und wollte so irgendwas zu essen haben. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe das Ergebnis dann nochmal korrigiert, dass mein Gegner gewonnen hatte in der letzten Runde. Das war aber nicht der Fall. Wir waren beide unentschieden und deswegen hatte ich ein falsches Ergebnis eingetragen, was dann nochmal zurückgesetzt werden musste von dem Ladenbesitzer. Ich war so fertig an dem Abend, so, oh mein Gott. Im Endeffekt ist es so geworden, er hat gewonnen und wir sind, also ich bin Zweiter, du bist Dritter geworden und ich nehme mal an, wir kriegen wahrscheinlich nichts und er kriegt die Matte wahrscheinlich, kann mir vorstellen. Ja, ich glaube nicht, dass es mehr Bepreisung für sechs Leute gibt. Ich weiß nicht, ob es da noch, was ist noch, irgendwie ein Field Center oder so, keine Ahnung, ob es da noch sowas dazu gibt. Ich glaube ich nicht. Und aber das war ja nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Wir haben ja dann gesagt, okay, ich hatte noch, brauchte noch einen Punkt, damit ich endlich mal auch mir mal was hole, was für die Lost Art Promotion gilt. Das Ding war halt aber bisher leer, aber jetzt kam wieder eine neue Lieferung an und danach haben wir uns gesagt, hey, ja, dann tanken wir doch mal auf und haben uns mal ein paar Booster nochmal geholt. Nämlich dreimal Blazing Vortex, weil wir wollen den Topf sehen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, anstatt für Lightning Overdrive. Und dafür habe ich mir das zweite dunkle Magiermädchen geholt. Wir hatten uns ja das. Als es mit dem ganzen Kram anfing wieder, hatte ich das erste geholt mit dem dünnen Rand und jetzt, oder mit dem nicht existierenden Rand und jetzt die mit dem dünnen Rand dazu geholt. Jetzt haben wir beide. Und ich würde sagen, du hattest nichts geholt, du hast nur einen Punkt geholt. Richtig, wahrscheinlich, ne? Beim nächsten Mal würde ich wieder was kriegen. Okay, dann würde ich sagen, Opening und gucken wir mal, was wir draus ziehen. Wollen wir einen Wechsel machen, oder? Gerne. Springans Kapitän Sagas, Digitalkäfer, Käferdrigistläufer. Ist das nicht sogar der Extender ist für Käferkapitän und so? Ja. Der sanghafte Abank, Amano Kujaki. Materiaktor Gigabros, nicht Gigabros. Kriegen die mal vielleicht wieder Karten? Die haben zwei Karten. Kriegsfels Orpis, tobender Sturmdrache Beaufort, nein, sage ich Ihnen immer. Doppelarbeiter Einfluss und Traumspiegel Nacherzählung. Der mit dem Doku. Gigabros, Materiaktor. Esskraft Professor Digamma, Treffpunkt der Starbrigade, Maschinenwesen Ersatzöffner, Pinka Ojama, Materiaktor Gigabros. Treppe in ein sagenhaftes Reich, Synchroübertragung, Hauch des Lobes, S-Kraft-Exemplar. Ich muss hier reprintet werden. Nee, musst du nicht. Solange sie in der Datenbank richtig ist, brauchst du keinen Reprint im OTS-Pack mit dem neuen Ding. Da kann man sinnvollere Performance-Klein tun.
S-Kraft Machtprobe. Bewaffneter Drachenblitz. S-Kraft Professor Digammer. Digitalkäfer Riegisläufer. Kriegsfels Gaktos. Immer dieser Arktos-Verschnitt hier. Tobender Sturmdrache Beaufort 9 oder Zapdos. Sagenhafter Verrat. Eisenbrise Refrain und Hauch des Lobes. Das ist quasi so der verschollene Cousin oder so von denen. Ach so. Sehe die Vögel nicht. Ja, das Cape, Mann. Die braucht aber nur ein Cape. Der sagenhafte Abank. Springguns Pedo. Neroy, die Traumspiegel-Jüngerin, Maschinenwesen-Ersatzöffner, alte Krieger, rebellischer Lufeng, alte Kriegersage, ritterlicher Pfad, Tor der Virtualwelt, Huan Wu, Kriegsfeld Skylar und Springguns Aufruf. Ich bin etwas verwirrt, weil ich glaube, jemand anders hatte auch nochmal drei Blazing Vortex geholt und der hat auch nichts rausgezogen. Wo sind die Ultras und die Secrets? Kommt schon. Jetzt müssen wir langsam kommen. Oder Starlights sind vielleicht auch nicht mehr. So. Feenbogenschützin Ingona. Sagenhafter Marcosia. S-Kraft Professor Digammer. Strahlende Voireszenz. Bewaffneter Drache Level 10 Weiß. Okay, ultra rare. Das ist immerhin etwas. Da kriegst du jetzt auch noch eine. Stahlstern Regler. Feuerprobe des Kriegsfelsens. Springgas Explosion und lineare Gleichungskanone. Wäre ja fair. Mal gucken. Für alle, die vielleicht unser Montags-Opening gesehen haben. Gigadonner Gigaklop, der sagenhafte Bank, Windhexe Blizzardglocke, Neroy, die Traumspiegeljüngerin, sagenhafter Andrev, Ritual des Rüstungsdrachen, Erzunterwäldler Stab der Verzweiflung, lineare Gleichungskanone und Pendelzugabe. Schade. Ja, nächstes Mal geht's wieder Locals-mäßig wieder weiter. Daniel hat sich schon ein Deck ausgesucht. Ich hatte mir ursprünglich tatsächlich überlegt, auch dieses Deck zu spielen, was jetzt hier rausgekommen ist. Weil wir hatten überlegt, dieses Cyber-Kombo da mit Cyber-Ewig, aber das geht ja nicht. Ich bin noch am Überlegen, was ich genau spielen werde, weil das wäre natürlich ein richtig unfaire Kombo gewesen. So könnte man halt diesen dicken Daddy hier so easy rausholen. Wird aber jetzt nicht so möglich sein. Und daher bin ich mir noch nicht sicher, was ich spielen werde. Aber bis dahin werde ich mich schon entschieden haben. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit diese etwas kürzere Episode gefallen mit unserem kleinen Turnierbericht rund um unser erstes Structure Deck Event seit, ich glaube, YCS Mailand 2019 müsste das gewesen sein mit den Rockets, mit denen wir dort gespielt hatten. Ja, das war's dann hier von uns. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin und tschüssi.